Hallo und herzlich willkommen zu einer kurzen Infofolge. So, was seht ihr hier? Ja, eigentlich ist das mein Twitch-Overlay, das allerdings die Leute auf Twitch auch nicht kennen, weil ich so selten die Cam einschalte. Theoretisch ist dann da drüben, ja, spiegelverkehrt und so, der Chat, den gibt es jetzt natürlich nicht, weil ich streame ja gerade nicht. Das hier für euch auf YouTube auf. Ansonsten aber ist das quasi meine Oberfläche von Twitch. Aber jetzt das Einzige, was mir auf die Schnelle eingefallen ist, wenn ich nicht meinen Standard-Hintergrund haben will, der mich eh schon nervt. Also mal so. So. Euch ist vielleicht aufgefallen, diese Woche sind ein paar Folgen ausgefallen. Aus dem einfachen Grund, am letzten Wochenende ist meine jüngere Schwester gestorben und ich bin dann einfach nicht mehr zum Aufnehmen gekommen. Es ist sich alles irgendwie nicht ausgegangen. Eine Folge habe ich danach noch aufgenommen, das war die letzte Subnautica-Folge, die mir, ja, wo ich gemerkt habe, es geht nicht, ich kann nicht. Und deswegen haben dann alle weitere die Woche gefehlt. Deswegen auch die Stream-Mitschnitte etc. Ja. Subnautica zum Beispiel werde ich jetzt wahrscheinlich erstmal pausieren. Ich brauche jetzt im Moment ein Spiel, was mich ein bisschen ablenkt, wo ich ja, wo ich beim Spielen einfach nur zock und nicht großartig denke. Im Stream klappt das wunderbar, das haben wir am Montag getestet. Da lenkt sie mich einfach wunderbar ab. Oder die Spiele dann, oder beides. Es ist egal, es klappt. Videos sind ein bisschen schwieriger, weil man halt alleine da sitzt. Ja, und ja, genau. Ich habe vor. Ja, soll ich sagen, was ich vorhabe, oder soll ich sagen, wartet ab, was kommt? Ah, egal. Also Oxygen Not Included ist nicht mehr im Early Access. Ich habe mir überlegt, da werde ich wahrscheinlich mal ein paar Folgen aufnehmen. Ich werde schauen, ob das geht. Wenn ich selber nach der Aufnahme sage, nee, die Folgen sind scheiße, dann werdet das auch nicht sehen. TechCorp wollte ich euch letzte Woche schon präsentieren. Ich werde die Folgen aber neu aufnehmen. Die haben mir so nicht gefallen. Dann, was war noch? Automar-Chef wollte ich euch zeigen. Da bin ich mir aber immer noch nicht sicher, ob ich das irgendwann einmal im Stream mit euch mache. Oder was so machen. Dann hatten wir am Montag im Stream Founders Fortune. Das ist ein ganz, ganz süßes Aufbauspiel, das mich am Anfang sehr stark an Stonehearth erinnert hat. Ist allerdings noch sehr in den Anfängen, also frühe Alpha. Aber wirklich süß gemacht. Ja, ansonsten Subsistence habe ich ehrlich gesagt noch nicht probiert. Muss ich schauen, vielleicht. Kann ich noch nicht hundertprozentig sagen. Es reicht schon, wenn ich sage, ich habe jetzt für dieses Video eigentlich den ganzen Samstagvormittag gebraucht. Also seid mir bitte nicht böse, wenn es im Moment etwas weniger ist. Ja, das wird wieder, kann ich einfach so behaupten, weil der ganze YouTube-Kanal von mir, der ist entstanden nach dem Tod meines Vaters und ja, es wussten nicht viele, ich weiß. Aber seitdem bin ich quasi auf YouTube. Ich habe das also immer schon so ein bisschen als Ablenkung benutzt. Ja, dazu kommt, dass ich jetzt wahrscheinlich einen neuen Job habe. Deswegen komme ich ja eigentlich nur am Wochenende derzeit dazu, die Videos aufzunehmen. Unter der Woche mit den Streams komme ich zu nichts mehr. Und die Tage, wo ich nicht streame, die brauche ich einfach zum Luftholen. Also, wie gesagt, seid mir nicht böse. Ich wollte wenigstens eine kurze Info raushauen. Falls dieses Video durch Zufall irgendwie die Gilde meiner Schwester sieht, die hat jahrelang Guild Wars 2 gezockt. Ich danke euch herzlich für alles, was wir so quatschen, gerade den Topaz. Der steht da eh auch da drüben. Einer der besten Bekannten von meiner Schwester. Ja. Wollte ich sonst noch irgendwas sagen? Ich weiß es nicht. Also, ich würde sagen, für das reicht's. Info habe ich gegeben. Ja,
Ich hoffe, wir sehen uns in einem nächsten Video oder einfach im Stream oder im Discord. Ja, kommt auch wieder die Zeit, wo man viel lachen wird. Aber im Moment ist es halt gerade nicht der richtige Zeitpunkt. So, ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende und jetzt werde ich dann mal versuchen, für euch ein paar Folgen aufzunehmen. Also, tschüss, ciao, baba.